entfesseln und vernichten. Überraschung gibt es für unsere Soldaten beim Übergang über den Sand. Mehrere Stunden beobachtet der Führer die vorbeirückenden Formationen. Das Bewusstsein, unter den Augen des Führers zu kämpfen, begeistert die Truppen immer wieder zu unvorstellbaren Leistungen. Um dem Feind keine Atempause zu gönnen, wird die Verfolgung Tag und Nacht fortgesetzt. Der Vormarsch der deutschen Soldaten steht in der gesamten militärischen Geschichte einzigartig da. In den ersten 8 Tagen besetzten sie ein Gebiet, dessen Eroberung im Weltkrieg ein volles Jahr gedauert hat. Und entscheiden damit bereits das Schicksal des ganzen Feldzuges. Die ungeheuren Strapazen dieser Tage und Wochen haben unsere Truppen so ermüdet, dass sie überall den fehlenden Schlaf nachzuholen versuchen. Auch den kleinsten Aufenthalt benutzen die Soldaten zur Ruhe. Nach der notwendigen Rast gilt die erste Sorge den Waffen, die stets intakt und einsatzfähig gehalten werden müssen. Thank you.
Nach der Ruhepause geht es unermüdlich weiter. Der Nachrichtenhunger der deutschen Soldaten ist so groß, dass sie selbst auf dem Vormarsch die Frontzeitungen lesen, die ihnen Bericht geben von den stolzen deutschen Erfolgen und der Arbeit in der Heimat. Unaufhaltsam ist der Vormarsch des deutschen Heeres. Wenn die Polen gemeint hatten, ihre Maginot-Linie seien ihre schlechten Straßen, so wurden sie eines Besseren belehrt. Weder für die motorisierten Kolonnen noch für die Fußtruppen waren sie unüberwindlich. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, der die Operationen des Heeres in Polen leitet, verteilt eiserne Kreuze an verdiente Soldaten.